Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. In der letzten Folge habe ich natürlich erstmal Mist erzählt. Das heißt, nicht übernächste, sondern diese jetzt folgende Episode werden sie den Run angehen. Und wir machen natürlich unserer Vergangenheit alle Ehre, indem da jetzt gar nicht so viel passiert. Also nichts, was irgendwie actionbeladen wäre. Letzte Folge war ja, sie haben nochmal schnell die Antenne manipuliert in dem Haus und haben sich mit einer Frau angelegt, die aller Widrigkeiten zum Trotz versucht, eine Familie beisammen zu halten, die versucht, trotz Machoismen auch noch in der Shadowrun-Welt sich durchzusetzen. Und die wurde von den Spielercharakteren übel mitgespielt von den Spielercharakteren, was ich nachdrücklich bedauere. Kann man nachdrücklich bedauern, was ich nachdrücklich verurteile. Ich finde das nicht in Ordnung, aber was soll ich tun? Heute wird sich herausstellen, dass Daddy und Flummi, ich meine nicht die Spielercharaktere, ich meine die Spieler, dreckige Chauvinisten sind, die noch immer versuchen, das Wahlrecht für Frauen abzuschaffen. Die noch immer versuchen, goldene Geburtsmutternadeln am Bande zu verleihen. Die immer noch versuchen, was heißt die versuchen? Nein, die noch immer Frauen an Herde tackern und generell unaufgeklärt ihrer Welt gegenüberstehen. Auch das verurteile ich aufs Schärfste. Gebe mich aber trotzdem gern mit ihnen ab. Viel Spaß und bleibt geil. Kurze Frage mal, hört man bei mir Musik im Hintergrund? Weil da startet, glaube ich, gerade irgendeine komische Gartenparty. Nö. Gut. Und selbst wenn. Ja, es ist schlechte Musik. Ach so, es ist schlechte Musik. Ja, sehr dann, schlechte. Da musst du leider das Fenster zumachen und abdichten. Ja, Moment, ich nagel mal eben zu. Geil. Scherz. Also. Ihr seid mit eurer Planung fertig, so ihr euch nicht jetzt noch einfällt, dass ihr Plüschhasen einbauen wollt. Ich mag Plüschhasen. Wollen wir auch nicht übertreiben. Das wir haben gerade keine Duracell übrig. Hör auf, ey. Ich hasse diese Dinger. Ich hatte immer Angst vor der Werbung früher. Warum? Weil ich diese Dinger unheimlich finde. Und er läuft und läuft und läuft. Unstoppable. Jutti, keine Plüschhasen. Schade. Wer übrigens eigentlich hat sich sowas und macht das nie, aber ich meine, ihr wisst jetzt, wenn ihr irgendwann, wenn Frumi irgendwas macht, was euch nicht gefällt, dann müsst ihr einfach nur Kommentare so verpacken, dass ihr einen Link dazu packt mit einem Duracell-Hasen und vielleicht klickt sie ja drauf, wenn ihr den Kommentar irgendwie so macht, dass er an Jojo gerichtet ist, dann guckt ihr sich am meisten schon irgendwie Kommentare an. Und denkt dran, bei YouTube muss ich alles, was mit dem Link ist, erst freischalten lassen, das ist ja nervig. Jutti, kommen wir also zur Sache. Zu jener. Oder, weiß nicht, ob ihr vorher noch euch einen runterholen wollt oder so, das könnt ihr gerne machen. Ja, ich muss doch mein Geschenk überreichen. Ach ja, das Geschenk, sehr gut, da waren wir. Also Daddy kommt von seiner Augenfickung zurück zu Kaba. Jo. Ich bin ja, zurück. Da gehe ich ihm freudestrahlend entgegen und drücke ihm das Paket in die Hand. Hier für dich. Oh, Dankeschön. Was ist das? Geschenk für dein körperliches Wohlbefinden. Ich mache das Geschenk auf. Ja, dann ist das eine große Flasche Lotion von Dr. Baryshnikov, Geschmacksrichtung Pomelo-Spinat. Was? Pomelo-Spinat? Ja. Was zum Teufel ist denn das? Pomelo-Spinat. Pomelo ist so eine Art Melone. Pomelo? Das ist eine Art Grapefruit. Stimmt, Grapefruit, hast recht. Eine tolle Sause mit Biobrause. Richtig.
Yay. Ja, da kannst du mal was für dein Wohlbefinden tun. Danke. Wenn ihr nicht guckt, dann sorge ich das in deinem in dem Mülleimer. Ja, kein Problem. Ich möchte dich nur darauf hinweisen, dass wenn du das entsorgst, dein Blick darauf fällt, dass das 17 von 15 erforderlichen Vitaminen hat, die du brauchst. Und ja, 17 das von da, 15? Ja, steht da drauf. Das ist schön. Und das ist mach deine Schwängel extra groß. Nee, das steht da nicht drauf. Kraftnahrung für den Schwängel. Nee, das wirkt dem Triebstau entgegen. Ist also perfekt auch für Singles geeignet, so. Aha. Das ist langweilig, das mache ich nicht. Pff, ich hab noch 20 Flaschen davon. Hast du dir das von deinen scheiß Bonuspunkten gekauft? Ja, klar. Himbeer-Eukalyptus ist nicht so toll. Du hättest halt sowas wie ein Lapdance von Destiny haben können und du entscheidest dich für das. Ja, klar. Wenn mir sowas auf dem Schoß rumrutscht, da kann ich ja nicht mal mehr den Schatz zum Pinkeln anpacken. Das stimmt. Wenn ich da an Magma und ihr blühendes Lächeln denke, Magma? Die Frau hat's drauf. Gut, ich hab die Liebe unter das Volk gebracht. Hast du reingewichst? Alles klar. Jutti. Ihr bereitet euch vor. Folgende Fragen. Wo wollt ihr eigentlich so dann abhängen, wenn das dann passiert? Na, die Frage ist, wir müssen ja wegen der... an dem Moment, das haben wir ja alles ins Navi eingebaut bei dem Ding, ne? Richtig. Das Einzige, was wir steuern müssen, ist die Drohne. Das heißt, wir müssen irgendwo sein, wo wir im Zweifel mit der Drohne eingreifen, also die Drohne machen können. Ansonsten ist ja alles dann außerhalb unseres Zugriffsbereichs. Da müssen wir nicht auf der Straße rumhängen. Das wäre ja echt dumm. Jo. Ja, rumhängen wäre doof. Wie weit denn ungefähr entfernt? Unter der Brücke wäre doch eigentlich klug. Dann können wir mit dem Wagen problemlos wegfahren, haben keine Probleme mit dem Stau und ich sag mal so, wie gesagt, wir könnten, wenn das alles aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, dann können wir eh nichts machen. Wir können ja schlecht selbst den Unfall verursachen. Sehe ich genauso. Das muss jetzt funktionieren oder wir sind gefickt. Das heißt, unter der Brücke ist doch eigentlich klug, weil da können wir jederzeit mit dem Auto wegfahren, sobald wir das Gefühl haben, dass alles richtig ist, ohne dass wir von den Bullen aufgehalten werden oder sonst irgendwas ist. Wir müssen den Wagen halt nur entsprechend irgendwie so parken oder in einem Wagen parken, der eben nicht auffällig ist, sondern da einfach rumstehen kann. Easy. Und dann können wir doch unter der Brücke warten. Alles klar. Also ansonsten haben wir eh keine Möglichkeit. Da sind wir halt einfach auf jeden Fall in Signalreichweite noch von den Drohnen, also von der einen Drohne, die wir steuern müssen. Alles klar. Gut. Ihr seid da sicherlich ein paar Stunden eher, macht's euch gemütlich, Chips, Popcorn, was man nicht alles braucht. Genau, die Scheiben sind ja getönt, ne? Ja, sicher. Gut, das Auto steht am besten irgendwo so, wo auch da zwischen anderen Autos. Ja. So, dass es halt nicht auffällt, gerade weil wenn da was passiert, da oben fliegen die da ja auch mit Drohnen rum und allem Möglichen und werden wahrscheinlich auch irgendwie gucken, dass die da irgendwas kontrollieren oder so. Da müssen wir dann halt rechtzeitig gucken, dass wir dann da wegkommen, aber ja. Okay. So. Der Zeitpunkt eures widerlichen Anschlages nähert sich. Kaban bringt sein Dröhnchen in Stellung. Kaban geht nochmal pinkeln in irgendeinem Laden. What the fuck? Ja, nur für den Fall, dass ich nicht schon wieder irgendwie, ne? Sonst redest du mal, dass ich den Fäkalien... Du musst den nicht VR steuern, also. Okay, na gut, dann nicht.
du kannst sie halt auch, also mach keinen, na, du bist ein bisschen schneller. Okay, du gehst pinkeln, du bist ein kluger Junge, du hast gelernt. Ja. Ja. Du bringst deine Drohne in Stellung, du siehst natürlich, ich nehme an, ihr habt jetzt keine Verbindung mehr zu dem Sprinter. Du siehst durch die Sensorik deiner Drohne den Sprinter näher kommen. Dann löse ich das Ding aus, denke ich. Da bräuchte ich jetzt mal ein Würfchen auf Reaktion und Flugzeuge. Also quasi erst den Dings. Störst du noch nicht, oder? Geht die automatisch aus? Oder geht die automatisch? Nee, ich weiß doch nicht, wir können doch die Frequenz des Sprinters ausnehmen. Hä? Wir haben den Störsender, doch der Störsender ist doch völlig irrelevant für uns, weil wir die Frequenzen, weil wir uns spezielle Frequenzen eingerichtet haben, die halt vom Störsignal ausgenommen sind. Ja, ich weiß. Okay. Aber wir Störsender wollen wir kurz vorher anmachen, genau? Genau. Genau, dementsprechend mache ich jetzt den Störsender an. Okay. Der Wagen nähert sich. Ich brauche nur den Wurf eigentlich für die Punktlande perfekte Verteilung eures Schrotts. Okay, das kriegen wir hin. Easy. Limit ist Handling, weißt du ja, ne? Das hier quasi Drohnenführung, wo haben sie denn da? Das geht auch auf Reaktion, ne? Ja. Ach stimmt, du bist ja jetzt ein übelstes Monster. Zum Glück kannst du nur 3 Erfolge maximal haben. Brauche ich nicht das maximal. Ich nehme nur 2, so. Bist du sicher, dass dir 2 ausreichen? Möchtest du etchen? Ich finde das gut, wie du vorhin nicht etchen wolltest und jetzt Kaban zwingst. Ich glaube, Kaban hat kein Etch mehr. Ich zwinge ihn auch überhaupt nicht. Doch, ich habe noch 2. 2? Siehste? 2? Ich glaube, ich habe einen Sieger gekriegt. Hat er. Du hattest uns mal welche zurückgegeben zwischendurch. Weil ich besonders witzig war. Ja, gut. Aber dann hätte ich vorher etchen sollen, weil jetzt gilt das Limit doch noch. Nee, wenn du etchen setzt, hast du, glaube ich, nie ein Limit. Ist aber egal, bei mir hast du nie ein Limit. Und außerdem musst du jetzt nicht etchen, das passt schon. Also, es wird Folgendes passieren. Du verteilst adäquat Schrott. Schön. In einem ähnlichen Moment, also erstmal werden dadurch ein paar Autos die Reifen platzen und sie werden ein wenig anfangen zu schlingern. Vor diesen Autos, so in, keine Ahnung, 20 Meter vor denen, wird dann quasi euer Sprinter rechts ein wenig einhenkern und dann links volle Bude durchbrechen. Dabei öffnen sich die Hecktüren und 54.000 Müllbeutel mit Biohazard-Zeichen ergießen leckeres Frittenfett über die Straße. Die Hecktüren fliegen ab. Nein, tun sie nicht. Aber ich habe das doch extra so schön manipuliert. Des Weiteren wird dieses Ding natürlich weiterfahren und in der Leitplanke einkrachen. Das Auto fällt dann auseinander, inklusive Hecktüren. Juhu! Und die Gasflaschen lösen sich vom Dach und schießen auf die gegenüberliegende Fahrbahn. Ja gut, lass es mich mal so sagen. Der Reibungskoeffizient von Fett ist gar nicht so hoch. Das Grid Guide fällt aus. Hinter dem Sprinter krachen einfach übelst viele Fahrzeuge ineinander, weil die Leute, die können gar nicht so gut fahren. Ihre Reaktion ist echt gering, wenn sie sich nebenbei schmieken. Auf der Gegenfahrbahn auch? Der Gegenfahrbahn fällt auch das Grid-Guide-System aus. Ein paar Leute erschrecken sich. Auch die können nicht so gut fahren, während ihnen Gasbuddeln seitlich in die Tür einschlagen. Es gibt ein paar Motorradfahrer. Die lernen das Fliegen. Ist auch okay. Außer beim Aufprall. Oder wenn da jemand drüber fährt. Dann auch. Na gut, ja, das ist ja erstmal Punkt 15. Bei der Geschwindigkeit, die dort haben, sind die schon ziemlich matsch, wenn die auf dem Boden aufkommen. Wir fahren jetzt weg. Ach so. Es wird ein kurzer Biohazard-Alarm ausgelöst, der aber dann nach 3 Minuten widerrufen wird. Ihr fahrt weg, ihr verfolgt jetzt ein bisschen die Nachrichten, habe ich gerade beschlossen. Punkt 1.
In Ostdonskoi gab es einen gescheiterten Mordversuch auf einen Beamten der Stadt. Dabei kamen 5 Gänger ums Leben, die man relativ schnell als Siebrecher identifizierte. Dort oben ist, ich sag mal, Stau. Echt viel. Die werden das 2 Stunden nicht beheben können. Aber die Polizei kommt natürlich trotzdem und guckt, also theoretisch kommen da auch so ein paar Krankenwagen, aber es sind eigentlich nur so Notfalldienstleister, die nur für spezielle Menschen kommen, die halt einen Vertrag haben, und das sind nicht viele. Aber die Polizei kommt an, sondiert die Lage. Wie kommt die an? Ja, die kommt natürlich mit irgendwelchen so Lufttaxi-Polizei-Dingsen. Die gehen da halt ein bisschen rum, gucken sich das alles an. Dann ist im Stau eingekeilt ein Moloko-Transporter. Als die Polizei da in die Nähe kommt, entwickelt sich ein scharfes Wortgefecht zwischen Polizei und Moloko, was dann wenig später zu einem scharfen Schussgefecht sich quasi erwächst. Alle Polizisten sterben. Es sind jetzt aber auch nur 4, so, ne? Das liegt auch daran, dass die Moloko-Typen dort irgendwie in Vollkörperpanzerung aus dem Transporter rausgestiegen sind. Das wird nicht von wenigen Leuten aufgezeichnet. Damit meine ich nicht mal Zivilisten, sondern Drohnen, Horizon, Zenit, Horizon, Aztec, Horizon, Horizon. Und Zenit. Ja, aber Zenit, das war Notwehr bei Zenit. Zumindest in den ersten paar Minuten, solange das sie noch rechtfertigen können. Also Notwehr vom Moloko. Auf jeden Fall kommt dann noch ein Moloko-Helikopter. Man wusste übrigens nicht, dass sie Helikopter besitzen. Das ist ja doch ein etwas teureres Fuhrgerät. Und die Dudes in den Vollkörperpanzerungen tun da so eine Art Super-Hightech-Mega-Stahl-Aktenkoffer in den Hubschrauber, steigen ein und fliegen weg und überlassen quasi den Transporter sich. Die Leute nehmen übrigens, also die in der unmittelbaren Nähe, nehmen dieses Feuergefecht ja auch nicht so gut auf. Also erst sterben nur noch 2 Zivilisten, weil haben auch panzerbrechende Munition dabei offensichtlich. Und ich finde das gar nicht so cool. Es gibt vielleicht ein bisschen Massenpanik, aber es ist natürlich alles, eigentlich ist trotzdem alles unter Kontrolle, denn die Polizei sorgt dafür, dass sich nicht irgendein Vollidiot ins A-Gebiet stürzt, damit er dort irgendwie einen Boden besudelt. Sie halten die Leute davon ab, irgendwie quasi von der Straße runterzukommen. Damit das dort, weißt du, damit es keine Rassendurchmischung gibt. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Achso, und dann hast du auch noch irgendwann, ab irgendeinem Zeitpunkt, so nach einer halben Stunde, auf allen noch funktionierenden Bildschirmen einfach nur so einen richtig schönen Eispickel, der immer wieder auf den Kopf von Gary Klein einschlägt. Also dann die Kopfschale ist dann auch irgendwann zerbrochen und dann splittert überall das Gehirn raus, aber der Eispickel wird zum Glück nicht müde. Wer ist Gary Klein? Das ist der CEO von Horizon. Der versucht hat zu sterben. Wie, der versucht hat zu sterben? Nein, das war ein Stadtoffizieller. Ah, okay. Achso, nee, genau, das war ein Stadtoffizieller. Der Typ hier von Horizon, der sitzt halt in L.A. irgendwo, der ist irrelevant. Ah. Das ist nur Ausdruck, das ist eine Metapher, verstehst du? Mhm. Easy. Gary Klein ist das personifizierte Horizon. Ist er tatsächlich, es war ein Trit-Action-Star, der dann halt der übelste Chef jetzt wurde. Und es ist ein Ork. Ich mag Horizon. Horizon ist cool. Das wollte ich hören, mein Junge. Genau wie Evo, ist, glaube ich, auch. Horizon. Evo wird, glaube ich, auch von einem Ork geführt, oder? Da bin ich mir echt nicht sicher, aber Evo hat halt einfach einen freien Geist im Aufsichtsrat, den kannst du nicht vertrauen. Und einen Drachen. Fassen wir zusammen. Diese Autobahn ist gerade das Apokalypse Now des Verkehrsplaners, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur 2 Stunden dauert, bis es da wieder fährt, nach dem, was du gerade beschrieben hast. Doch, 2 Stunden. Wir holen den riesen Besen und kehren alles zusammen in einen riesen Müllbeutel. Na Moment, ich habe nicht gesagt, dass es dann wieder schnell fährt, aber ich habe gesagt, dass quasi dann eine Spur wieder befahrbar ist. Die Polizei hat sich nach diesem Massaker tatsächlich versucht, so anzustrengen, mit tatkräftiger Unterstützung von Evo und Aztec, die Leute dort irgendwie runterzukriegen, weil die rasten ja auch so ein bisschen.
und so weiter, weißt du? Egal. Außerdem haben unser Ziel erreicht. Willst du mich schon wieder dumm anmachen, Alter? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich nur darüber gefreut, dass wir unser Ziel erreicht haben. Ich muss ja sagen, ich habe so ein leichtes Hörnchen in der Hose, ne? Also so schönes Chaos. Vanillekipferl, meinst du? Ja. Ein bisschen geil sind wir schon, das ist richtig. Aber mich stört das, dass Molokov mit diesen, diese Leute mit ihrem komischen Ding noch geflohen sein konnten. Wieso haben wir das nicht gekriegt? Unfair. Weil wir nicht wussten, dass es das gibt. Ja. Aber ich habe es gern gehabt. Das sah wichtig aus. Und ich möchte die Panzerung haben von denen. Ja, die trägt immer so auf dem Sonntagsanzug. Du hast dann immer so eine Helmfrisur. Schon. Aber das Ding macht sich cool. Die haben die Bullen einfach weggeschnitzelt. Warum sind die Bullen rangegangen an das Auto? Die sind an das Auto rangegangen wie an jedes andere Auto. Erstmal gucken, sind da Verletzte? Dafür sind wir auch nicht zuständig. Aber die haben quasi sondiert, so in der Richtung, gibt's hier jetzt vielleicht Bömmchen oder Bewaffnete, die jetzt noch irgendeinen Scheiß machen wollen, weil es war ja schon ein Unfall, aber dass so viele Kleinigkeiten sind, wie dass das Gridguide ausfällt und so weiter. Und die Tatsache, dass man erst Biohazard gesehen hat und dann aber die Geruchssensoren gemerkt haben, dass es übrigens Frittenfett, hat dann doch einige Leute ein bisschen... Und Buttersäure hat die Leute dann ein bisschen so, weißt du, da könnte ja noch was Größeres dahinter sein, das heißt, da mussten die mal gucken. Und die sind einfach ganz normal auf die zugegangen, wie auf jedes andere Auto auch, dann gab's halt ein scharfes Wutgefecht, leider keine Mikrofone. Und die Moloko-Typen haben dann das Feuer eröffnet. Einfach so, okay. Ja, einfach so. Die Polizisten hatten nicht mal alle ihre Waffe in der Hand. Moment, aus Notwehr haben die Moloko-Leute ihre... Ja, das sagt Zenit. Ja. Die anderen alle sagen, das war ein übelstes Massaker. Ja, wer glaubt denn schon den anderen? Die zeigen dann noch die zwei toten Zivilisten, weißt du? Schön Photoshop, weißt du, das war so eine 90-jährige Oma. Seht euch die toten Kinder an, richtig schlecht drüber gefotoshoppt. Falten am Hals, weißt du, wie so eine QVC-Tante. Im Gesicht glatt und an der Hals ist der tot. Ist der tot. Schön gesagt. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen QVC habt. Ich liebe QVC. Nichts Effektives leider. Ich habe es mir zwar noch nicht lange angetan, was, QVC aber... QVC mit einem Bier in der Hand ist so entspannt und witzig. Vor und nach einem Film gibt es nichts Besseres. Mein Leben ist ein Film. Ich hab ja live. Oha. Und guck, was aus dir geworden ist. Wir haben damals mit Astro TV uns betrunken, das war auch gut. Das ist mir schon wieder zu hart. Oh ja, das macht auch nicht Spaß. Also, du musstest aber auch erstmal eine halbe Kiste trinken, um auf deren Niveau runterzukommen. Also das ist schon so... So wenig! Ja, man ist ja man war ja bei der Bundeswehr, man war ja schon sowieso ein bisschen daneben. Nee, es ist einfach witzig. Sag's doch einfach, wie es ist. Es ist witzig. Ja. Und es ist ein bisschen abwechslungsreicher als QVC. Mit Sicherheit. Weil dadurch, dass die ja Anrufe kriegen und alles, kommt da einfach immer wieder was Neues. Es ist so schön. Es ist einfach wundervoll. Und die tanzen so toll und dann fällt auf einmal... Das Geile ist... Ja, die tanzen da zwischendurch. Astro TV tanzen die auch. Okay, ich kenne nur diese komischen, ich lege euch die Zukunftssendungen und so einen Schwachsinn. Das haben die natürlich auch, das machen die aber nur nebenbei. Und hatten die, glaube ich, auch immer nur dienstags und mittwochs. So genau weiß ich das nicht. Ich glaube dienstags und mittwochs. Donnerstag, also Freitag habe ich es nie geguckt. Freitag bis Montags habe ich, sonst habe ich das nie geguckt. Deswegen aber ich dachte, du guckst das am ehesten, wenn du dich betrinkst. Ja, ja. Und dann guckst du das freitags bis sonntags nicht? Nee, wir waren ja in der Kaserne. Ach so. Das dazu muss man sagen, Astro TV wurde auch nur bis 12 Uhr ausgestrahlt, danach war es ein Pornosender. Das heißt, ja, man musste schon vorliegen. Und da haben wir dann immer ausgemacht. Eigentlich schon, ja. Wir mussten ja morgens um 7 bis 8 wieder antreten. Da muss man ja wieder nüchtern sein. Also man muss da schon, das musste man schon gewollt haben.
Wenn er meint. Auf jeden Fall. Hat es dann halt quasi zwischendurch mal diese Tanzabende gegeben oder Tanzaktionen. Und das Witzigste war eigentlich immer dann, wenn der Kameramann umgekippt ist. Oder die Kamera an sich. Das ist klar, das ist wirklich so zweimal oder dreimal im Monat passiert, dass wenigstens die Kamera einmal umgefallen ist oder irgendjemand gegen die Kamera gefallen ist oder dagegen gesprungen. Richtig gut. Hölle, waren die alle irgendwie auf Koks oder so? Die waren durch ohne Ende, ja. Sehr die gut, waren sehr auf gut. ihrem eigenen Gehirn. Was auch sehr geil war, dann tanzten die alle auf diesem Teppich rum und man merkte so, alle springen einmal zur Seite, der Teppich machte futsch und man sah, wie allesamt hinflogen und die Kamera in dem Moment auch so pump nach oben wegging, weil die Kamera auch da stand. Und die Kamera war dann kurzzeitig kaputt und dann gab es eine zweite Kamera, die dann halt gewechselt hat und dann sah man halt, wie die Kamera da auf dem Boden liegt und alle anderen Leute gerade irgendwie aufstehen. Und dann gab es erstmal eine Werbepause, weil die da erstmal alles wieder reparieren mussten. Ja, solche Witzigkeiten. Astrid TV, ganz großes Tennis. Also. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Abend? Astrid TV gucken. Okay. Gibt's das noch? Na klar, Alter. Es gibt sogar viel besser. Es gibt Schamanisten Astro TV. Das heißt, dass die Zielgruppe ja quasi noch viel größer ist. Da es Magie gibt, ist der Typ offensichtlich echt da im Fernsehen. Und, ne? Und was die Leute sich dann auch, weißt du, der kann ja quasi dann auch, so wie die mittelalterlichen Zaubersprüche, die dann Segenssprüche waren, ne? Hier so für das Gesunden der Kuh, was man damals da gesagt hat. Quasi die Lohnsklaven rufen an und wünschen sich quasi von dem eine Beförderung und der macht dann den Beförderungszauberspruch, Junge, und verbrennt da irgendwie, keine Ahnung, haut da ein bisschen Natrium in eine Wasserschale oder so ein Shit. Und die alle, boah, Alter, geil, fühle mich gleich viel, viel erfolgreicher auf. Fetten Tanks und schönen Day noch. Also, das muss richtig edel sein. Cute. Ich merke, ich habe in den 10 Jahren, wo ich keinen Fernseher habe, nichts verpasst. Na, offensichtlich ja schon. Nee, nee, nee. Nein, ich kann mir auch mit... gucke ich auf YouTube. Ich kann mir einfach auch mit Atta mein Gehirn wegbrätseln. Da brauche ich keinen Fernseher. Was? Mit Atta. Das stimmt. Aber das ist dann weniger schleichend. Ja, kribbelt aber schöner. Das stimmt. Dann würde ich sagen, wir blähen mal stolz unsere Brüstchen auf und gucken mal, was Vlad zu der Geschichte sagt. Hä? Was heißt denn hier, hä? Einer von euch wird bezahlt. Ach ja, stimmt. Das kann man so schnell vergessen, das stimmt schon. Na gut. Genau das. Also, ihr kommt an. Natürlich geht ihr einfach rein, denn ihr seid cool. Übrigens, die in der Zwischenzeit noch, ihr braucht ja noch ein Beinchen bis da hoch. Die Polizei ist ja jetzt ein bisschen vielleicht wieder mal im Handlungszwang, obwohl ja Moloko scheiße ist, müssen die ja trotzdem, weißt du, ne? War ja schon eine dicke Sache. Haben vielleicht noch weitere 8 Leute der IC-Brecher, sag ich mal, geswattet. Oh nein. Naja, die wollten ja. Die wussten darauf, was sie sich einlassen. Das stimmt, sie hätten es nicht gemusst. Vielleicht wussten sie nicht, wie gut ihr seid, aber trotzdem. Na Moment, wir haben schon gesagt, dass es rumpeln wird. Ja, na klar, aber man kann da mal ein bisschen die Bullen unterschätzen. Stimmt. In jedem Fall los. Ihr kommt aber an. Aber sie sind jetzt berühmt. sozusagen. Ihr kommt an, setzt euch da in den Haupteingangsraum, wo ja auch die Bar ist, und hört aus Vlads Stube quasi. Nee, anders. Da hört ihr noch nichts. Aber der Schwede ist da, steht schon davor, wippt auf und ab, also auf ihr Zehen und Fußspitzen. Mahlzeit. Mahlzeit. Du guckst da so hin, ich bin aber Erster. Ich bin angemeldet. Ich habe einen Termin. Verpiss dich. Bitte ziehen Sie Ihre Nummer jetzt. Hab ich schon. Weil auch die anderen beiden. Nee, ich habe die Vorrangnummer hier vorne neben mir stehen. Jojo geht sich eine Cola holen und setzt sich aufs Sofa.
Na, oder das. Na, vielleicht verwarten wir einfach noch später. Sind ja nicht in Vietnam, mein Freund. Oder auch der Kfz-Zulassungsstelle. Ich gehe an die Theke, nehme mir ein Bierdeckel, schreibe mit einem Edding 1 drauf, gehe wieder zurück. Siehste, ich habe die 1. Hast du hier gerade Gängeeigentum besudelt? Oh, die Lektion muss ich auch lernen, Alter. Danach muss ich mit zum Eishockey und alle hatten Masken und Mundschutz außer mir. Ah. War nett, dich hier kannst du haben, Kawa. Weißt du, seitdem heiße ich Puck und die Zahnerneuerung und die Gesichtsrekonstruktion. Junge, 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 die hat mich fast ruiniert. Was denkst du, warum ich hier irgendwas mit der Gang jetzt zu tun habe? Ich muss meine Schulden abarbeiten. Oh. Ich flehe mich ein. Viel Spaß. Daneben. Jojo. Ich auch. Naja, versuch was wert. Ich fand die Idee nicht schlecht. Aber? Na, hat ja offensichtlich nichts genützt. Ja, das ist richtig. Judy. Aber es ist doch alles gut gelaufen, soweit ich gesehen habe. Ja, da ist immer noch Stau. Die armen Schweine, die Frittenscheiße von der Farm ankratzen dürfen. Wenn die klug sind, dann nehmen sie einfach so ein Abflammending und rennen da einmal drüber und brennen es weg. Stinkt zwar, aber wen stört denn das da oben? Ich dachte, sie nehmen einfach irgendwie so einen dicken Schlauch und pumpen da so lange Fit und Wasser drauf, bis sich die Scheiße wegspült. Na eben. Einfach, ne? Super clean oder was? Ist halt. Eben. Beim nächsten Mal tun wir noch ein bisschen Ammoniak mit da rein. Buttersäure war da auch okay. Es stinkt bestialisch, das Zeug. Ja, aber dann verseift das Fett auch noch. Dann müssen wir Natronlauge da rein tun. Ich sag mal, es war rutschig genug. Muss ja nicht sein, dass wir wieder nächstes Mal haben. Wir müssen doch nicht dafür sorgen, dass sie da auch noch ihr eigenes Putzmittel gestellt kriegen. Das können die schön selber machen. Wollte ich einmal mitdenken. Kannst dir doch nicht die Arbeit erleichtern. Hm. Gefährliche Leute muss man beschäftigen. Hm. Auch wieder wahr. Das hält sie davon ab, Blödsinn zu machen. Naja, gut, vorbei. Unsere Freunde von Moloko, die hatten ja wohl scheinbar nicht genug zu tun. Stand halt im Stau und war langweilig, ne? Tja, hätten sie sich mal ihre Bibi Blocksberg-Kassette mitgenommen. Sehr entspannt, ja. Und eine Packung Pfirsiche. Die hätten sie schälen können. Das geht in Vollkörperpanzerung immer so schlecht. Wie gesagt, eben das ist eine drum. Herausforderung. Hm, ich verstehe. Ja, bei Dr. Baryschnikow. Was? Zum Glück, ich dachte, ich wär's. Nee, es ist Wandi. Mhm. Das ist immer ein übelst vielversprechendes Zeichen, wenn du versuchst, die Klienteninformationen zu erfassen, ja. Und empfange Daten, der die ganze Zeit angezeigt wird. Sehr gut. Mhm. Und da ist er weg. Hm. Ja, der TikTok, der muss jetzt auch mal pissen. Ja, TikTok in Pinkel. Ich habe ja vorgesorgt gehabt. Du hast so viel gelernt. Was ihr bei mir gelernt habt, ja. In 2,5 Jahren ist Störsender. Egal wo, egal wie, er muss auf jeden Fall dabei sein. Und ich müsste vorher noch mal pissen gehen. Einen Störsender mitzunehmen, erfreut den Spielleiter. Jedes Mal ja. Feiert er dann eine Party. Das und der Einsatz von Tamponaden. Das ist wahr. Und Binden. Ja, von Damenhygieneartikeln. Damenhygiene im Allgemeinen ist sehr wichtig. Das stimmt, aber auch Herrenhygiene ist nicht zu verachten. Aber da gibt es nicht so viele Artikel. Überbewertet. Es gibt nicht so viele gute, nützliche Herrenhygieneartikel.
Das mag sein, aber wenn der Penis nach Ammoniak schmeckt, ist das einfach nicht lecker. Das Ding ist ja einfach, das ist einfach wieder die Verschwörung der feministischen Gruppierung. Ne? Das muss man ja ganz offen sagen. Zum Beispiel Feuchttücher sind ja umgangssprachlich Muschitücher, aber es hätten ja auch Penistücher sein können. Frauen verbieten uns quasi ihre Hygieneartikel zu benutzen durch Sprache. Also nicht direkt verbieten, aber ich meine, du wirst ja nicht so leicht auf die Idee kommen, dir deinen Schwanz damit zu säubern auf dem Festival, weil das ein Muschituch ist. Das geht ja also offenbar nicht. Das ist einfach Diskriminierung und Exklusion. Ich hasse Frauen. Aber auf dem Festival ist das doch sowieso egal, weil der Mund eh, also man schmeckt auf dem Festival sowieso nie so viel. Es geht doch jetzt nicht nur darum, dass du dann irgendwelchen Festival-Typen einen bläst, sondern es geht einfach darum, dass der Penis ja dann auch mal feucht frisch sein könnte. Das ist absolut richtig. Und nach Kamille duftet. Aber im Grunde genommen, da du ein Feind des Genderns, des sprachlichen Genderns bist und auch ich das vehement ablehne, und auch kein Problem damit habe, wenn man mich als Studentin bezeichnet, anstatt eine Studentin, ist mir das, also, weißt du... Weißt du, das Ding ist ja... Ich finde, du solltest da drüber stehen. Ich bin gar nicht so ein Mega-Feind. Also manchmal ist es halt dumm. Was ich finde zum Beispiel okay zu sagen, Studentin und Student. Was ich dumm finde, ist Studierender und Studierende, weil du das ja nicht immer bist. Dann bist du, sobald du nach Hause kommst, ja ein Freizeithabender. Oder ein Essender, meinetwegen auch ein Kackender oder Fickender. Das ist richtig, aber in Texten immer Schrägstrich in oder irgendwie sowas oder das in dann großschreiben zu müssen zu machen, finde ich absolut nervig, weil das immer irgendwie nachkorrigieren muss, wenn denn sowas geschrieben werden muss. Das ist super ätzend. Das ist einfach scheiße. Problem ist ja auch, es ist total sinnbefreit und abartig. Und ich finde, Frauen, die auf so etwas bestehen, gehören einfach verboten. Und das Problem ist, Frauen, die auf sowas, Entschuldigung, wenn ich dich mal unterbreche, aber Frauen, die auf sowas bestehen, haben die Idee dahinter nicht verstanden. Die haben eine andere Idee dahinter, aber wir bekommen ja nicht mehr Frauen in den Vorstand, wenn wir sagen, liebe Vorstandsmitgliederinnen, weil das ist ja nur ein Hohn, gibt ja eh keine. Richtig. Nein, ich finde, das ist eine absolut alberne Angelegenheit, also wirklich albern. Das Problem des modernen Feminismus besteht darin, dass sie sich um arme Frauen, alleinerziehende Mütter kümmern, aber die selber halt die übelst reichen Öko-Eltern sind, weißt du? Denen es halt gut geht. Das ist halt so. Nein, ja. Das Problem ist, dass sie sich um Wortklaubereien kümmern und statt irgendwas dagegen zu tun, dass irgendjemand irgendwie unterdrückt. Ja, weil du das aber nicht machen kannst. Was willst du denn da groß machen? Im Postkapitalismus eine alleinerziehende Mutter? Naja, Hartz IV und fick dich, Schlampe. So, Ende. Russians und White Russianen. Aha. Also, das Umdenken fängt ja, also man muss ja nicht mal sofort alles auf jetzt auf einmal machen, sondern es fängt falsch. Ja langsam an. Ich finde, man sollte einfach gar nicht drüber nachdenken müssen. Punkt. Eben. Richtig. Aber ihr könnt ja nicht in Abrede stellen, dass Sprache schon auch Auswirkungen hat. Zum Beispiel gibt es einen Grund, warum wir heute nicht mehr sagen Nigger. Du meinst, weil es einen Grund gibt, weshalb wir eine Rechtsprechung haben und keine Linksprechung? Ja, das auch. Aber auch sowas wie zum Beispiel, heute benutzt ja auch jeder das Wort schwul als Beleidigung. Da würde ich mich auch nicht mal ausschließen, weil es halt jeder macht. Aber es ist ja schon, ja eigentlich, ne? Natürlich ist das nicht... Und aus dem Grund sagen die halt, muss es auch dann heißen, liebe Gläubiginnen. Ja, aber damit machen sie sich einfach nur lächerlich. Liebe Gläubigerinnen. Nein, natürlich. Ich sag mal, Sprache ist einem bestimmten Prozess unterworfen und das ist einfach immer so. Und wenn angefangen wird, eine bestimmte Bezeichnung als beleidigend zu empfinden oder sie als Beleidigung gemeint ist, dann kann es sein, so wie im Fall von Nigger beispielsweise, dass sie aus der Sprache verbannt wird, weil sich jemand dadurch beleidigt fühlt oder weil es definitiv abwertend irgendwie, was weiß ich, gemeint ist, keine Ahnung, so. Und dann ist das prinzipiell ja auch in Ordnung. Aber dabei geht es ja nicht um eine Abwertung. Doch, aus folgendem Grund. Der Gedanke dahinter ist, wenn du hier eine Einladung schreibst, ne, hier, liebe Parteigenossen, und du schreibst nicht hin, liebe Parteigenossinnen. Das heißt, in der Einladung schon in der Überschrift oder in der Anrede bedenkst du die nicht mit.
Aber nein, das ist nicht richtig. Es heißt ja auch liebe Menschen und nicht liebe Menschinnen. Richtig. Das sind althergebrachte Wörter, die eine Gruppe bezeichnen. Ich sage euch nur, was der Gedanke bei denen dahinter ist. Ja, das ist aber der Gedanke ist zwar dumm und bringt auch dem. Das bringt aber der Grundidee, dass Mann und Frau gleich sind oder die gleichen Rechte haben. Weil gleich sind sie ja nicht, aber... Aber das Ding ist ja folgendes. Es ist psychologisch erwiesen, dass wenn du in der Anrede hast und du schreibst dahin Liebe Deutsche und meinst damit... Das ist ein übelst schlechtes Beispiel. Liebe. Nein, aber das passt. Das passt. Nee, das ist genau so gut. Das passt nicht so gut. Liebe mit Menschinnen. Das passt überhaupt nicht. Das Ding ist aber, du bedenkst wirklich nur die Leute mit, die du anredest. Das ist ein Stück weit so. Du denkst dann nicht auch an deine Parteigenossinnen, wenn du sie nicht mitbenennst. Das ist absolut nicht richtig. Doch, das ist erwiesen. Ja, das mag sein. Aber das mag erwiesen sein bei alten Leuten, die chauvinistisch sind. Aber weil ich denke generell, wenn ich von Menschen rede, auch immer an das weibliche Pendant. Oder an die Person, die vorher mal ein Mann war und jetzt eine Frau ist. Das ist für mich dasselbe. Und wenn ich von meinen Freunden rede, rede ich auch nicht nur von meinen männlichen Freunden, sondern auch von meinen Freunden. Ich glaube nicht, dass du das so verallgemeinern kannst. Es mag sein, dass es da Assoziationen geben kann bei einigen Leuten, aber sie nicht prinzipiell da sein müssen. So, man trifft diese Auswahl, diese Wortauswahl vermutlich recht intuitiv. Man sagt Freunde und Freundinnen, das ist wahrscheinlich irgendwie je nachdem, von welcher Gruppe man quasi gerade redet. Aber prinzipiell finde ich eben, sollte man sich nicht mit Wortklaubereien aufhalten, die im Grunde genommen nur eine Unmenge an Geld kosten, das man in anderem Sinne viel besser verwenden könnte. Und es macht einfach nur Umstände und ist total sinnbefreit, wenn ich darüber nachdenken muss in einer offiziellen Ansprache oder in einem offiziellen Schreiben, so etwas reinzufassen, wenn ich meine Zeit und meine Energie einfach woanders reinstecken könnte, wo sie vielleicht sinnvoller auch im Sinne dieser Geschichte aufgehoben ist. Und ich muss sagen, ich fühle mich als Frau nicht beleidigt. Du als Frau, jo. Nicht steht, liebe, keine Ahnung, Mitgliederinnen. So, wenn ich das kurz meinen Punkt zu Ende... möchte meinen Punkt zu Ende bringen, bitte. Weil du sagtest ganz genau, dass einige Leute sich diskriminiert fühlen, weil es nicht steht. Der Punkt ist aber, wenn alle Leute, so wie ich, denken, ein verallgemeinerter Begriff, Mensch, Deutsche, Freunde, begrifft alles, weil sie gleich sind, dann fühlt sich niemand mehr unterdrückt. Davon gehst du aber von einer perfekten Gesellschaft aus. So. Das Problem ist aber, wenn ich von Obst rede, denkst du ja auch Birnen und Äpfel. Passt. Wenn ich aber Birne sage, denkst du nicht an Apfel. Wenn ich jetzt also immer ranschreiben muss, Bundeskanzlerin, weil es die Deutschette, genau. So eine Deutschette reinschreiben. Deutsche in. Ne, dann weißt du ganz genau, okay, er meint Frauen. Das sind Frauen. Aber wenn ich jetzt von Deutsch her rede, dann meinst du nicht Mensch. Meine ich meinen Mann. Aber wenn ich allgemein von Deutsch her rede, dann ist alle gemeint. Fertig. Lasst mich das mit zwei Punkten zum Ende bringen, damit wir endlich weiterspielen können. Ich stimme ja überein, dass es nicht der erste Schritt ist, der getan werden muss, wenn du dafür sorgen willst, dass Frauen und Männer ungefähr gleich viel zu melden haben. Ich verstehe aber den Gedanken dahinter. Und ich glaube tatsächlich, dass sprachlich sehr viel ausgegrenzt werden kann. Auf jeden Fall. So. Es kann allein schon durch Studentin. Es kann sprachlich viel ausgegrenzt werden, aber du kannst mit Sprachen auch Zwänge schaffen, die zum einen Widersprüche hervorrufen, und du kannst mit Sprache auch bewusst ausgrenzen, wenn du nämlich sowas erzwingst. Mhm. Ich finde es mir persönlich, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Aber die Frauen, die auch oft sagen, sie haben kein Problem damit, wenn da nur steht, hier Mitbürger und nicht Mitbürgerin, sind auch welche, die einigermaßen halt, weißt du, die auch ungefähr, nennen wir es mal, Chancengleichheit eher haben, als, weißt du, als der Pöbel. Ja, aber Dass du sagen kannst, ich habe damit kein Problem, zeugt doch nur dafür, dass du empfunden ungefähr gleichgestellt bist. Das bin ich nicht immer gewesen. Auch ich habe das schon zu spüren gekriegt, aber das ist mir in dem Moment völlig egal, weil das nichts mit der scheiß Sprache zu tun hat, sondern damit, dass der Typ oder die Frau oder eigentlich waren es eher Typen, die damit zu tun hatten, einfach Idioten waren. Punkt.
Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir waren bei Bundeswehrzeit, wir waren unterwegs mit Kameraden, weiblich und männlich, und hatten eine Fremdenführerin dabei und waren dann halt am Essen und das sie fragte... Groß geschrieben bei Fremdenführerin. Nein, ja, ja. Nur wenn es eine ist, nicht. Ach sie Mann, eine. Ich wollte gerade witzig sein. So, auf jeden Fall, bin ich outsmart. Auf jeden Nein, Fall scheiße. Fragte sie mich dann, ne, was denn so toll ist und so weiter. Und ich sagte immer, die Kameraden, bla bla bla. Wir hatten zwei Frauen dabei. Und jedes Mal, wenn ich Kameraden sagte, sagte sie Kameradin. Beim dritten Mal habe ich sie angeguckt. Dann erklären Sie mir bitte mal den Unterschied zwischen meinen Kameraden. Kamerad 1, Kamerad 2, Kamerad 3. Und dabei habe ich dann auf die Kerle gezeigt und auf die Frau. Ich habe sie dabei nicht angeguckt, sondern einfach die Frau dabei angeguckt, die mir jetzt verbessert hat. Ich sehe da nämlich keinen Unterschied, habe ich ihr gesagt. Das sind alles meine Kameraden. Das ist ein Unteroffizier, das ist ein Mannschafter. Die Unteroffizierin war sogar, also, ne, das war ein weiblicher Unteroffizier. Pfui. Ja, und das sind meine Kameraden. Ende. Die sind alle mir gleich, beziehungsweise vorgesetzt. Im Graben sind wir doch alle gleich tot. Leute, ich so. Damit wir danach war sie still. Das schneiden wir raus. Das schneiden Nein. wir. Warum sollten wir das rausschneiden? Politische Diskussion. Da wird die Folge zu kurz. Nee, pass auf. Das Schöne ist, dass wir darüber gesprochen haben und ich werde jetzt quasi wieder einleiten. Jetzt wartet ja noch kurz daran, dann fliegt die Tür von Vlads Zimmer auf. Jetzt kommt das Schöne. Alter, was willst du machen? Schör dich raus, du dummes Stück Scheiße, Alter. So eine Fotzenidee, die hätte ich erwartet von irgendeiner dreckigen, abgefuckten Schlampe, die irgendwie nur dazu da ist, meinen Schwanz zu lutschen. Dich habe ich dafür eingestellt, dass du mitdenkst und dass du uns nicht irgendwas vorschlägst, was uns darstellen lässt wie die letzte Muschi. Ich will dich schon nicht mehr sehen. Dann wird der Gandhi, der wirkt der ist etwas bleicher geworden und dann verzieht er sich. Es ist übelst schön, dass wir die Diskussion hatten, wo wir immer diese Männerstammtisch-Ideologie haben. Perfekt, Freunde. Ja, finde ich gut. Dann schaue ich Jojo an und warte darauf, dass sie aufsteht und sie ihr Bruder geht quasi. Da will ich mich nämlich anschließen. Ich gehe jetzt nicht in die Höhle des Löwen. Mach's alleine. Da hat sie überhaupt kein Problem mit. Oh Gott, ich folge. Vlad holt sich erstmal eine Flasche Wodka, lässt sich da wieder in seinen Stuhl plumpsen. Starrt euch kurz an, schüttelt nochmal mit dem Kopf, murmelt irgendwas von, warte. Unverständliches? Dann setzt er die Flasche an, nimmt da mal einen kräftigen Hub und knallt die dann auf den Tisch, sodass ein bisschen was ausschwabbert und mit quasi, ihr sollt da jetzt auch mal was nehmen. Ja, Schluck. Jo, das wollen wir auch nicht, ne? Trinken ist gut. Man muss mich nicht erst zwingen. Ja, so ein Kretstick. Danke. Ihr habt ganz schön losgerumpelt. Ja. Jupp. Meint er nicht, dass ihr ein bisschen übertrieben habt? Nö. Habt ihr auch nicht. Nein, die Balletttanzenden Elefanten haben wir zu Hause gelassen. Alter, noch so einer. Gottes Willen. Entschuldigung. Du siehst nicht so begeistert aus. Sag mal, Kavan. Ja? Ihr beiden geht mal kurz raus, der holt euch dann wieder rein. Okay. Jojo geht raus. Sag mal, Kavan. Warum hast denn du dir eigentlich diesen pinken Fellappen angeschafft? Ist blau. Das ist pink für Schwuchteln. Also? Er passte zur Tarnung und war gerade da. Ja, warum hast du den behalten? Genau wie du, der macht mir das sogar aus einer scheiß Tölenssteak. Das ist richtig, aber dafür musst du das Ding erstmal wachsen. Ja, aber warum hast du den jetzt behalten? Mehr.
Das ist ein nettes Tier. Aber es ist blau und so groß wie dein Fuß. Ja und? Er macht doch wenig Arbeit. Was habt ihr Kerle denn mit diesen Vorstellungspreishunden? Was ist denn falsch bei euch? Vorstellungs was? Na, das ist doch auch so eine Töne, die sich dann, der in die Gusche guckt, dann muss sie im Parcours rennen, dann stellt er sich auf den Podest und kriegt einen Lorbeerkranz oder so. Ach, Wahnsinn, so ein Scheiß macht der nicht. Ich bin froh, wenn er mal von der Staubkotze aufsteht. Aber, ach, das ist ein Tier, was auch noch wie ein Faul... Ach, Mann. Ich verstehe das nicht, du hättest doch einen Rottweiler haben können. Ja, aber weißt du, wie viel Auslauf die brauchen? Ja, du bist doch ständig im Wald. Ja, aber ich kann den ja, wenn ich jetzt, ne, zum Beispiel für dich unterwegs bin, kann ich den ja nicht ständig dabei haben. Das geht ja nicht. Da lieber so ein kleines, der braucht nicht wenig. Ein Spitz oder so. Ein Spitz. Oder wenigstens, na, irgendwas, weiß nicht, blau ist. Warum färbst du den nicht oben? Das ist genetisch. Warum änderst du nicht die Genese? Weißt du, wie teuer das ist? Na, aber was sich das... Guck mal, ein Mann ist nur so viel wert wie sein Wort. Und wie soll ich denn das Wort von jemandem schätzen, der da mit seiner blauen Töne kommt? Ich bring das Ding ja nicht mit. Ich weiß nicht. Hol mal die anderen wieder rein. Jo. Ich steh auf. Jungs, Mädels, komm mal rein. Jungs und Mädels, so. Man muss ja genifizieren. Man muss ja einen Unterschied machen zwischen denen. Hättest du auch sagen können, Runner. Und Runnerinnen. Ich färb deine Pudelin bald pink, wenn du so weitermachst. Selber pink. Mal nur die Poperze an. Also ihr Nelken Dupis. Das ist übrigens französisch. Oh ne, ist Pissnelken. Also ihr habt ordentlich gerumpelt und das ist sehr gut. Das ist ja irgendwie klar, was die Scheiße bezweckt hat, ne? Beschäftigungstherapie für gewisse Leute. Naja, bei dem PR, da saß dafür, deinen gewissen Konzern dürfte das relativ eindeutig sein. Da hat jemand aufgepasst, schön. Ich bin nicht immer ganz dumm. Von euch dreien hätte ich das irgendwie erwarten müssen. Der hat doch einen Computer im Kopf, der muss doch klug sein. So, also nicht nur das, die haben einen Koffer da weggebracht. Und den werden die jetzt voraussichtlich, wenn wir keine Scheiße gebaut haben, aus der Stadt rausbringen. In ein Dorf, nennen wir das mal. Also Dorf, keine Ahnung, ich glaube, dort gibt es irgendwie 80.000 Einwohner oder so. 100 Kilometer von hier. Der Koffer enthält Codes. Die schicken immer Daten hin und her. Das machen die so. Ich weiß auch nicht, warum. So, klar weiß ich, warum. Also pass auf, die schicken Daten hin und her. Moloko und die fünfte Kolonne sind so dicke. Keine Ahnung. Wie eine schwangere Trollin mit Drilling. So. Ne? Die einen machen für die anderen eine Drecksarbeit und das schon so, bevor Moloko überhaupt dick wurde. Mhm. Die schicken da auch vergangene Daten rum, von wegen frühere Einsätze und so. Kabern, wenn du wissen willst, wer genau über dich reingebrochen ist, dann sind die Daten dort. Also nicht direkt dort, aber mal ein paar Stunden dort und mit dem Koffer kannst du die dann auslesen. So. Da sind also auch Daten drauf, wenn die fünfte Kolonne in irgendeiner anderen Stadt irgendeine Operation von irgendwelchen, was weiß ich, für schattige Leute zerbumst. Und vielleicht die Operationsbasis auch zerklatscht, werden die dann auch da drauf? Oder ob es da noch Leute gibt in einer anderen Stadt oder sogar in einem anderen Land? TikTok. Wichtiger Koffer.
Wie ich hier mhm. koche. Es wird ein groß angelegtes Ding. Da gibt's vorher Planung. Je weniger ihr wisst, desto besser. Aber ihr seid ja jetzt motiviert. Ziemlich. Bis in die Schamhaarspitzen. Bäh. Was ist falsch mit dir? Das musst du doch nicht fragen. Ach, Kerle, alle, wie ihr hier sitzt. Wie ist das denn? Guckt mal jetzt bitte zu Jojo, ne? Das ist das Sinnbild einer kleinen Schwester. Aber die hat gerade mehr Eier, als ihr betet zusammen. Und dann könnte ich mich noch... Na, okay. Und dann könnte ich noch die Hälfte von mir abschneiden, dann hätte die immer noch mehr. Weil ihr im Minusbereich liegt. Hauptsache, es geht gut. Ja, vermutlich. Ich weiß auch nicht. Jedes Mal, wenn Eier hat, da hilft man sich doch einen Bruch im Rücken. Wenn ich mit euch quatsche, sind immer Weltbilder von mir am Umstürzen. Wäre es auch nicht, genau. Vielleicht hast du einfach die falschen Bilder im Kopf. Bitte was? Vielleicht hast du einfach die falschen Bilder im Kopf. Wenn die immer abstürzen. Na, guck mich jetzt nicht so an. Halt auch nicht. Ihr entstammt also, in einer stolzen Tradition von Männern, die in der Scheiße überlebt haben und im Ghetto. Die mit Waffen dealen und die das in Moskau groß angelegt machen. Fast so groß wie fucking Jäger. Pass mal auf. Mein Vater und dessen Vater, wisst ihr, was die erzogen haben? Jungens. Und wisst ihr, was die aus denen gemacht haben? Kerle. Und wisst ihr, was Kerle nicht haben? Ein Pudel, der blau ist. Die wollen auch keine Gewinnerpreishunde kaufen und die sind nicht motiviert bis in die verdammten Schamhaarspitzen. Sag mir nicht, dass meine Weltbilder falsch sind. Ich weiß nicht, warum die immer zerbröseln, wenn ich euch angucke, aber das Problem ist vermutlich, dass sie immer so Sachen macht, wie zum Beispiel diese Brücke in die Luft jagen, also gute Sachen, und dann kommt ihr hier an und seid halt irgendwie die letzten Schwufen. Das ist das Problem. Meinst du? Ich sehe da gar kein Problem mit. Aber wir wollten uns um wichtigere Dinge kümmern. Ja. Ausruhen. Bringt eure Ausrüstung in Ordnung. Macht euch bereit. Wenn's soweit ist, kriegt ihr alles, was ihr braucht. Und ein Datum. Und einen Zeitplan. Und wenn die Scheiße fertig ist, dann kommen natürlich die Daten erstmal zu unserem Hacker. Und ihr kriegt das, was ihr braucht. Kapisch. Alles danach ist natürlich eure Sache. Okay. Mhm. Und dann nehmen wir die ganzen einfach auseinander. Nicht gut. Bitte was? Du nimmst dort überhaupt nichts auseinander. Dort ist keine fünfte Kolonne. Dort ist fucking Moloko. Du kriegst die Leute, die dich zerbumst haben, und dann gehst du zu denen hin und zerbumst die, wo auch immer die sind. Vermutlich nicht in Moskau. Aber dort, Kaban, wenn du dort wahllos irgendeine Scheiße anfängst, ist alles im Arsch und dann werde ich dein Gesicht auf diesem Bordstein hier zertreten. Mhm. Moloko, sagst du, ja? Na klar, Moloko. Die wichtigen Sachen sind bei Moloko, Mann. Die fünfte Kolonne ist irgendein scheiß Handlanger. Also sind Typen, die du aus dem Gefängnis holst, dann drückst du dir eine Waffe in der Hand und sagst, schieß. Dann machen die das. Unterscheiden die nicht zwischen irgendwie Zivilisten, Freunden, Feinden, also völlig egal. Dann drückst du den Flammenwerfer in der Hand, dann müssen sie nicht so genau zielen. So. Das ist die fünfte Kolonne. Und Moloko ist der, der für die denkt. Deswegen haben die Daten. Und die werden bestimmt keinen Typen, den sie einen Flammenwerfer in der Hand gedrückt haben und der dabei ein paar Kameraden von sich abfackelt, neben die Daten lassen. Klingt plausibel. Hm.
Na gut, Leute. Jetzt dürft ihr mir aus den Augen gehen. Außer du. Ich geh dann. Tschö. Folge. Jojo bleibt sitzen. Hat er sich im Griff? Keine Ahnung. Moment, hat er gerade gefragt, hatte oder hat? Hat. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Kann sein, aber nach der Reaktion gerade würde ich nicht unbedingt drauf wetten. Was sagst du dazu, wenn ich den irgendwie als Ablenkung irgendwo hinschicke? Nichts Wichtiges. Kommt drauf an, wohin. Ach, Kacke, das wird alles nicht. Der Aline kann nichts machen und Leute von uns werde ich dort garantiert nicht in die Gefahr bringen, wenn der es nicht im Griff hat. Meinst du, der Taschenelf hat sich im Griff, wenn es jetzt ans Eingemachte geht? Ich meine, bei dem ist auch ein bisschen, steht ja mehr auf der Kante jetzt als Kohle. Ich denke mal, dass der sich zumindest im Griff hat. Ich kenne ihn aber nicht gut. Also die paar Tage, die ich jetzt mit ihm zu tun hatte, ich habe keine Ahnung, ob er noch irgendwelche Nebenkram abzieht, der vielleicht irgendwie hinderlich ist oder sich irgendwie irgendwas anderes noch mit rausholt, um es zu verzocken. Ich meine, für ihn ist es, um es zu verticken dann. Ich meine, für ihn, wie gesagt, ich kenne ihn nicht. Das meine ich nicht. Ich meine, bei dem geht es ja auch jetzt um die Vergangenheit und ums alte Leben unter Umständen, je nachdem, ob ja, das so... Ja, der hat sich im Griff. Der ist... Das Einzige, was sein kann, ist, dass er vielleicht irgendwie, was weiß ich, ob er damit Hacken was macht, aber zumindest bei der ganzen Aktion, die da lief, hat er sich sehr im Hintergrund gehalten und eigentlich eher Abstand genommen. So will ich das hören. Ja gut, so dick wird es ja, ist ja nicht Familie bei dem. Es sind da nur die alten Kontakte, die er letztlich kriegt. Ja, okay. Oder auch nicht, wer weiß. Ich hab keine Ahnung. Alter, ich habe jetzt echt keine Ahnung, ob ich diesen Ork da mit hinnehmen kann. Ich sag mal, er bräuchte jemanden, der ihn im Zweifel davon abhalten kann, Scheiße zu bauen. Ja, aber das geht ja nicht. Mit Scheiße bauen kannst du im Bruchteil einer Sekunde. Er muss einfach nur abdrücken. Ja. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, er hat sich auf jeden Fall im Griff. Also, nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, würde ich darauf einfach nicht wetten. Ach, keine Ahnung. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Im Zweifel einfach gucken, wofür man ihn dann braucht. Ja. Wenn es was ist, was ein bisschen weiter weg von der ganzen Sache ist, geht's bestimmt. Zur Not traust du dir zu, ihm glaubhaft zu vermitteln, dass das weiter von der richtigen Sache weg ist und gar nicht so weit weg ist. Ja. Okay. Achso, die Flitsche, nee, warte. Der Nitte, nee, warte. Was? Der Nietzsche! Der hat sich nochmal gemeldet übrigens. Achso, ja. Er meinte, in den nächsten Monaten wird er darauf verzichten, uns um Hilfe zu bitten. Und das erstmal quasi der IC-Brecher vielleicht ein bisschen unterirdisch operieren. Also sehr tief. Quasi, quasi dort, wo es schon wieder flüssig wird. Oha. Es ist nicht so, als hätte ich ihn nicht vorgewarnt. Ach ja, keine Ahnung. Ich sag mal, bin ich böse, wenn es die jetzt irgendwie zerbumst und wir denen nicht irgendwie dann noch einen kleinen Finger geben müssen, wenn die irgendwas wollen? Nö. Ich glaube, die können ganz gute
Also ich sag mal, die für bestimmte Sachen kann man sie ja ins Jut brauchen. Ja, aber wenn es die jetzt zersplittert und da sind ein paar einzelne begabte junge fucking Hacker dabei, dann lassen die sich bestimmt auch anstellen. Können ja. Die gerne nach Donskoy ziehen und wir geben denen gerne ein bisschen Schutz und dann können die gerne ein bisschen ab und zu mal für uns hacken. Nach Donskoy? Jojo grinst. In diesem Stadtteil, in dem wir jetzt hier sind, Joschneue zum Beispiel. Naja, wenn er was will, wird er sich schon noch melden. Ja. Ich geh mir jetzt hinhauen. Mach das. Du steht auf. Ja, der auch. Der haut sich jetzt hin. Ja. Geh zurück zu den anderen. Hallo. Hey, Daddy. Ganz kurz. Hey, Daddy. Du kannst du übrigens zu 100% vertrauen. Ich weiß. Das ist mir vollkommen bewusst, dass ich dir vertrauen kann. Daddy ist angepisst. Nö. Daddy weiß doch, dass Jojo nur das Beste für ihn will. Eben. Das will sie tatsächlich. Und Kavan kann ihr absolut vertrauen. Das weiß er ganz genau. Ja. Sie will tatsächlich nur das Beste für ihn. Es ist wie bei der Aktion, wo sie ihm nicht gesagt hat, dass wir quasi 3 Kinder gekillt haben. Sie hat es ihm einfach nicht gesagt, weil es besser für ihn ist. Damit er nicht die nächsten Wochen wieder nur Schnaps säuft. Richtig. Ja, es könnte vielleicht dazu führen. Deswegen hat sie es ihm nicht gesagt. Und jetzt ist es genauso. Sie will tatsächlich natürlich, nur das Beste für ihn. Ich weiß das voll und ganz. Okay. Kavan wird das nicht erfahren, hoffentlich. Gottes Willen. Kavan würde doch dasselbe für Jojo tun. Natürlich würde der das. Ja, aber dann würde Jojo das niemals erfahren. Ja, also wenn Kavan dieselben Möglichkeiten hätte, ist ja klar. Und so werden sie nie erfahren, wie lieb sie sich gegenseitig haben. Das macht mich traurig. Die 3 ist noch nicht vom Tisch, das ist definitiv so. Das stimmt, Daddy. Da wollte man wieder sagen. Wieder sieht man, die Unwahrheit ist die Basis einer guten Beziehung. Ja, sicher. Wenn alle Leute ehrlich wären, dann würde nur Kriege geben. Oh, warte, Mist. Es reicht zumindest, um zurück in ein Krisengebiet zu gehen und ihn zu suchen. Eben. Ja, das muss Liebe sein. Ja, absolut. Bedingungslos fast. Können wir die Folge bitte nicht mit sowas enden lassen? Ihr macht jetzt noch irgendwas, was abseitig von diesem Ding ist. Das ist nicht unser Stil. Was, dass wir einfach mal nett zueinander sind? Nein, dass wir von bedingungsloser Liebe sprechen. Warum? Das kann doch auch eine platonische Liebe sein. Ich fahre nach Hause, werde von einem mit dem Schwanz wedelnden Pudel begrüßt. Nehme ihn auf den Arm und gehe mit ihm auf die Couch. Das Gesicht ab. Geh mit ihm auf der Couch und schlafe auf der Couch ein mit ihm auf der Brust. Oh, er ist so sehr Katze, dass er sich ein Nest auf deiner Brust baut. Ausgezeichnet. Das gefällt mir viel besser. Dankeschön. Haben die anderen auch noch schöne Sachen? Ich check nochmal meine Ausrüstung schon mal durch und grübel, was mich da wohl erwarten wird mit der Aktion und vor allen Dingen, was ich denn überhaupt mache, je nachdem, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Da bin ich in TikTok nämlich gar nicht so sicher. Dann bist du nicht der Einzige. Schön. Wenigstens nicht einsam, wenn auch verunsichert. Ja. Und ich muss noch mit Marshmallow-Masse rumexperimentieren. Warum tust du das? Weil. Das muss ich ihm schon auch schreiben, weißt du? Ich glaube, das ist was er wissen könnte. Ach so, ja, weil du in 3 Tagen Geburtstag hast. Ach ja. Und du deine perfekten 1,5 Greif bekommst. Geil. Wow.
Moment. Einspruch. Wer hat gesagt, der kriegt nur einen Greif, weil die anderthalb Greif für Hochzeit und Junggesellenabschied. Ja, aber wann soll das denn mal passieren? Sind wir doch mal realistisch. Gucken die an, der hatte schon seinen Pudel fürs Leben. Ja, aber man muss ihn ja noch irgendein Highlight offen halten. Nee, pass auf, ich sag dir genau warum. Junggesellenabschied, dann ist es ja schon zu spät. Dann hast du von diesen anderthalb Greif nichts mehr und gehst dann in die Ehe. Also in das Endgültige. Wenn du aber jetzt schon die anderthalb Greif bekommst, hast du bis zur Ehe wenigstens noch, kannst du die nutzen und hast Spaß mit denen. Bevor es halt vorbei ist, du musst das Leben auskosten. Du musst das Beste aus dem Leben machen. Das ist ja wie zu sagen, okay, ich sterbe morgen, aber heute bin ich richtig glücklich. Da wäre ich richtig glücklich lieber die letzten 10 Jahre gewesen. Das ist ja alles. Guter Vergleich, kannst du nicht bestreiten. Ich bestreite das auch nicht, ich wende aber ein, dass das sicherlich dafür gelten wird, wenn Kaban sich jetzt diese anderthalb Greif zusammenrührt. Aber wir müssen ja weiterdenken. Also, wir dürfen ja nicht nur an Kaban denken, sondern auch an uns. Wir müssen ihn beeinflussen können und motivieren. Ah, okay. Jojo geht übrigens auch auf die Suche nach einer käuflich erwerbbaren Dame, die genau seine anderthalb Greif hat. Aber Daddy hat doch einen Freistrich in einem von euren Puffs. Freistich. Ja, das ist richtig, aber da... Ach, zusätzlich? Ja, natürlich. Beorderst du dann auch gleich zu ihm nach Hause, sagst du? Ja, klar, die bringt doch das Geschenk mit. Ah, das ist sehr nett von dir. Ja, das Ding ist, du weißt natürlich nicht so viel über Kavans Frauengeschmack, aber anderthalb Greif und der Rest passt schon. Ich glaube, Jojo war jetzt lange genug mit ihm unterwegs, um zumindest zu sehen oder irgendwie mal mitzubekommen, welche Frauen er attraktiv findet und welche nicht. Na, Jutti. Und sie haben schon genug Gespräche sowohl betrunken als auch bei Pizza und irgendeinem Blödsinn geführt, als dass sie da durchaus mal mitbekommen haben könnte, welchen Frauengeschmack er hat. Du meinst also eine, die, wenn er dann sie besteigt, sagt, ha, ja, warte, ich hab's gleich. Stöhn, geil. Das ist genau sein Stil. Geil. So gemein wäre es, dieser Dame noch eine Gesichts-OP zu verpassen, dass die genau aussieht wie Freya. Wow. Kopflocker! Aber dann ist es doch schon nicht mehr die ideale. Freya war ja kein Modelgesicht. Richtig. Plus, Freya hatte keine anderthalb Greif. Ja. Na, das sowieso nicht. Freya war da ziemlich raus, oder? Und die war auch nicht schön braun gebrannt und alles. Sie war ja. Ey, kommt es drauf an, was Kaban möchte. Oder was er mag. Aber darauf wird Jojo irgendwie mal gar einen natürlichen Ton. Der natürliche, so wie er vor... Meinst du natürlich naturell oder natürlich so, wie er tatsächlich in Moskau vorkommt? Ja, ein bisschen brauner schon, als er in Moskau nochmal vorkommt. Aber ja. Ich meine, in Duschneue sind sie sowieso alle ein bisschen brauner, weil so wenn die Sonne durchkommt, gehen die immer alle ins Solarium. Müssen genau. Sie tatsächlich. Auch ihr beide. Wir haben doch im Sportraum unten UV-Lampen. Auch Daddy. Na gut, wenn der ins Fidi geht, sind da auch solche Pass. Naja gut, gibt schlimmere Schicksale, ne? Das stimmt. Einmal Ofen Asi-Toaster, dann geht wieder Jut. Es ist durchaus wichtig, das zu tun, weil wenn man nämlich quasi zu wenig Sonne kriegt, dann ist es auch nicht gesund. Es ist sehr fraglich, ob Kaban sein Geschenk gefällt, aber Jojo hofft es wenigstens. Ich meine, ich glaube tatsächlich, ist es kurz ein bisschen komisch, wenn die sagt, hier, ich bin das Geschenk von Jojo. Aber am Ende, weißt du... Naja, also ich meine, er wird morgen sein aufwachen und glücklich sein. Geschenkten Gaul steckt man was ins Maul. Ich meine, Jojo wird ja auch eine von den... Ihr habt zwar nicht die Ultra-Nutten, aber ihr werdet schon ein, zwei von denen haben, die zumindest noch glaubhaft behaupten können, sie wären gesund. Das sowieso, aber die auch eine Sekunde oder den Bruchteil einer Sekunde fast das Gefühl vermitteln könnten, sie hätten da auch Spaß und machen das nicht, weil sie bezahlt wären. Du, Jojo sucht auch nicht unbedingt nur bei denen. Also wenn sie dafür Geld ausgeben muss, ist ihr das egal. Dann wird sie auch irgendwie eine andere nehmen. Also die. Na gut, aber die geht dann zu Karma nach Hause, weißt du? Es ist nur irgendeine Nutte. Du weißt doch nicht, ob dein Kaban irgendwie eine Waffe offen liegen hat oder so. Ja, okay.
Stimmt. Das ist immerhin noch Außerdem eine Note. Hat Billy doch gerade wunderbar dargestellt, wie er das mit dem Kamerad sieht, ja, und dementsprechend das Abern ja gar nicht irgendwie aufstoßt. Es ist halt, der Kamerad hat was Gutes getan für einen. Na, ich glaube, Kaban ist sehr viel chauvinistischer als Deli, was auch okay ist. Ist er, definitiv. Ich habe ihn auch dazu gemacht. Natürlich, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja ein Teil seines Charmes. Ich finde das tatsächlich ein bisschen witzig. Ja, na klar. Der Junge kommt aus einer Söldnereinheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht ein bisschen eine Gruppendynamik vorhanden ist. Ein bisschen Schubi sein ist ja auch okay. Ja, was im Roleplay? Ach so, ja gut. Beziehungsweise weißt du ja eigentlich auch, ob Kaban irgendwie Knarren offen rumliegen hat oder nicht. Eigentlich nie, es sei denn, er reinigt sie gerade. Ja. Ja, okay, zur Not kann er sie auch weglegen. Ja, du nimmst dir eine von, du fragst halt bei den Nutten, ob die noch eine richtig gute kennen, die halt auch quasi richtig ordentliches Maul hält und bla, passt. Find schon eine okay Nutte. Ja, genau, aber wichtig sind die perfekten 1,5 Greif. Und ungefähr sein Typ. Sehr schön. Barscht. Ja, zusammen mit den Marshmallows, also den Marshmallow-Titten, und einem Geburtstagskuchen, den kriegst du auch noch. Oh. Deli, du müsstest mir jetzt nur mal kurz 6 Würfel würfeln. Hast du. So, hast du es da gemacht, okay. Alles klar. Gut. Ist ein schöner Geburtstag. Ich meine, deine beste Freundin ist nicht zu fein, mal vorbeizukommen, aber ansonsten war cool. Die kommt doch vorbei, aber nicht, wenn die Mutter da ist. War dann nur ein Scherz, Mann. Ja, passt. Bist du bescheuert? Die weiß doch, dass sie den an seinem Geburtstag nicht alleine lassen kann. Ja, und außerdem die erste Zeit will er gar nicht, dass sie vorbeikommt. Richtig. Nimmt da Besseres zu tun. Muss was genießen. Vielleicht hätte er sich ja auch gefreut, wenn du zugeguckt hättest noch. 3 halt, weißt du, da sind es halt wenigstens auch 3 Personen. Man kann ja langsam anfangen. Du guckst erstmal nur zu und wenn du das entspannt findest, kannst du dich ja vielleicht auch ausziehen, aber man muss ja nicht gleich zur Sache kommen. Und du einfach jubelst von der Seitenlinie. Feuerst und an. Und da geht er ran. Und jetzt kommt der. Nein, da noch links abgebogen. Jetzt hier der Pass außen und ganz klar im Abseits. Auf sie, Kaban! Gib's ihr, Kaban! Ich muss mal anfangen zu lachen, wenn das mal. Ihr müsst voll in die Räume gehen! Ja, ich bin froh, klar, dass du in dem Puff dich nicht zu der Nutte gegangen bist. Ansonsten hättest du das nämlich durch deine Ohrstöpsel irgendwann gehört. Hättest du den Job ernsthaft aufs Spiel gesetzt dafür, ja? Nein. Gut. Ja, wenn die beiden dann dazu Gange sind oder auch nicht, oder wie auch immer, wird TikTok sich nochmal bei Flap melden. Telefonanieren oder kommst du gleich rum? Ja, ich denke mal, das mag ich lieber persönlich. Okay. Du findest ihn voller Stolz mit Brüsten. Die sind 4,5 Greif, weil die so rausgestreckt sind. An seinen beiden Händen gehen seine beiden Kinder 1,5 Schritte und legen sich dann fast auf die Fräse. So, also in 3 Wochen spucken die dir auf den Kopf und beißen dir ein Ohr ab. Alles klar. Ich würde schon mal ein oder so. Alles klar, sehr gut. Warte mal. Svante, nicht Svante, Alter, ich vergesse immer, wie die heißt. Zoja. Zoja, führ die mal aus. Die müssen jetzt, das wäre schon. So, wir gehen mal rein. Okay. Ich folge. War das? Bisschen motiviert, bisschen der Charme aus Spitzen. Sowieso. Jetzt hab ich mal eine ganz wichtige Frage. Also das klingt jetzt rassistisch, das ist ja auch. Man ist ja überzeugt davon, dass Zwerge jetzt nicht nur einen kleinen Schwanz haben, sondern auch proportional einen kleineren Schwanz. Ist das, wenn du dich da nicht rasierst, macht dich das nicht deprimiert? So? Naja, solange ich nicht ins Leere greife, sondern immer noch was finde, was naja, ungefähr dahin kommt, bin ich zufrieden. Man muss ja auch
mit den kleinen Dingen im Leben leben können. Na, jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ja, außerdem, bei meinen kurzen Beinen, das ist aus, wenn ich da behangen wäre wie so ein Troll. Ja, würde ich hätte mir herschleifen. Long Dong Taschenelf. Junge, klar. Ha, weiß nicht. Könnte sich verheddern. Denkt jeder, du bist ja, ein Elefant. Stell dir vor, du trampelst. Ja, aber stell dir vor, du trampelst versehentlich auf deine eigene Eichel. Das tut nicht nur körperlich weh, sondern irgendwie selig. Ja, das stimmt. Ja. Aber kommen wir mal zu Medias und den Rehs. Ich leg Blatt die beiden Comlinks auf den Tisch. Die beiden Comlinks habe ich damals abgegriffen von den Idioten, die mein Team haben hochgehen lassen. Ich habe noch nicht reingeguckt. Das klingt nach einer guten Sache. Ja, ich dachte, ich leg dir das mal hin, dann kannst du überlegen, ob du das irgendwie in deinen Plan mit einarbeiten möchtest. War das in derselben Stadt, wo du auch aufgegabelt wurdest von uns, oder war das schon noch woanders? Also ich meine... Nein, das war alles ein und dieselbe. Okay. Das wird auf jeden Fall nützlich sein. Ja, bitte. Ich hatte schon mit Jojo drüber gesprochen, die meinte, dann warte erstmal damit. Ich dachte, naja, wenn ich jetzt zu lange damit warte, dann wäre ja blöd. Ja, aber je nachdem, wie überstürzt man da rangeht, wäre es jetzt halt kacke gewesen. War schon okay. Irgendjemand musste ja das, weißt du, das Gesamtbild im Auge haben. Und das wollte ich dir nun nicht aufbürden. Das war schon so ein schweres Kreuz zu tragen. User in your channel timed out. So ein schweres Kreuz, dass er direkt rausfliegt. Scheiße, Junge. Schönes Folgenende. Mach das AFK mal anders. Ach scheiße, letztes Mal, dass er rausgeflogen ist, haben wir eine ganze Feminismusdebatte durchgekriegt. Okay. Deli, du wolltest wissen, warum Magma und so, ne? Magma? Was? Alter, warum ihr die Nutte habt feuern lassen? Gerne, klar. Okay, pass auf. Das ist übrigens natürlich nicht überkomplex. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr seid erst bei der Minigang da eingebrochen und habt da belastendes Material gestohlen. So, das hatten die nur verwahrt von jemandem über so einen kleinen, na was heißt kleinen, so einen mittelkleinen Angestellten bei Moloko. Das hat die Gang quasi mit ihm klargemacht, die hat das Zeug rausgeholt und ihm gegeben und sie hat nicht mal eine Kopie behalten, weil sie so nett ist. Oh, das war eine Zart. Hallo, war eine Zart. Geht gleich weiter. Und dafür hat der Typ euch quasi Spezifikationen besorgt von dem Freund-Feind-Erkennungssystem der Smartgun-Waffen von Moloko. Dann habt ihr Magma feuern lassen, weil da gab's so einen IT-Typen bei fucking Dr. Baryshnikov, der zuständig ist für den Dr. Baryshnikov-Virus. Und der hasst diese eine Nutte, die ihr habt feuern lassen, weil sie ihn behandelt hat wie Dreck. Nennt man das ja, ne? Die hat sich nicht mehr bezahlen lassen, obwohl es ihr fucking Job ist. So, der wollte die rausgeschmissen haben, damit ihr euch die neueste und noch nicht auf dem Markt erhältliche Variante des Dr. Baryshnikov-Virus besorgt. Der Virus wurde dann aufwendigst modifiziert und quasi da über Proctene Umwege als Hilfsmittel benutzt, um das Freund-Feind-Erkennungssystem von Moloko zu manipulieren. Und da stand dann da, als die Bullen kamen, Achtung, Überprüfung notwendig. Und dann wenig später, hier, das sind übrigens keine Bullen, Datenabgleich, das sind Schwerkriminelle, die haben schon da und da was in die Luft gejagt. Und da haben sie halt leider über den Haufen schießen müssen. Easy. Schick gemacht. So, Wandi, wo waren wir? Das ist wirklich schick gemacht. Mein Jojo Kreuz, das ich zu tragen habe. Genau, bei dem Kreuz, das du zu tragen hast. Nee, wenn da irgendwas schiefgegangen wäre und ich kenne mich da nicht aus und die ja nun auch nicht, wäre halt kacke gewesen jetzt. Ja, nee, ich protestiere ja auch gar nicht. Ist aber gut, dass wir das jetzt haben. Ja.
Nur gesagt, ich lege jetzt die Karten auf den Tisch und du kannst mal gucken, wenn du die ins Achtendeck schiebst. Mach ich. Okay. Danke. Schreib Bescheid, wenn ich wieder in dein Bild passe. Ja, dauert noch ein bisschen, aber dann schreie ich richtig laut. Alles klar. Überlasse ich dich mal wieder deinen beiden Prinzesschen. Nicht, dass sie sich auch beschweren. Ich würde den Vater klauen. Nee, das sind keine Prinzesschen. Das sind stolze Kriegerinnen. Kriegerprinzessin? Nee. Kriegerprinzessinnen sind ja dann nur Prinzessinnen. Also, ja, das sind ja keine echten Krieger. Das sind Prinzessinnen, denen du mal in Fechten unterrichtet hast. Das sind Kriegerinnen. Weißt du, die nehmen das Schwert und zerhacken dich. Die fechten nicht mit dir, weil sie am Hofe einen Schwertgelehrten hatten. Nee. Ah, der Typ Frau, der... Ja, verstehe ich schon. Echte Gängerin. Du machst sind das. Genau so ist es nämlich. Gut, dann Heidi Ho und so weiter. Heidi Ho. Heidi Ho. Dann mach ich mich zurück. Vlad ist eine bedauernswerte Person, der dann zwei Mädchen hat, die auf jeden Fall nicht Gängerin werden. Ja, ich finde, da werden einige Vaterträume zerplatzen. Ja, das ist echt schade. Hätte mal einen Sohn bekommen. Wahrscheinlich werden es Konzernschicksen oder so. Hehehe. Am besten noch bei der Polizei. Zu erziehen. Das Ding ist, dass die vom Habitus und vom Lebensstil so weit ab von Konzernschicksen sind, dass kein Konzern die sich leisten kann. Also höchstens halt dann halt als unterste Chemiewerk sterben beim Unfall schicksen und das würde er dann, da würde er schon dafür sorgen, dass sie das nicht machen. Weißt du, was ich meine? Ach was, die werden Chefknochenbrecher bei Aztec. Ja gut. Ja, die fressen halt irgendwie so Runnern, die da eingebrochen sind und das Pech hatten, nicht erschossen zu werden, einfach mal das Gesicht weg. Hä, hey, aber Jojos Gene sind doch da gar nicht involviert. Wer weiß, sagst wer weiß. Du jetzt? Die Kunst der Transgenetik überträgt sich ja auch über Erziehung. Das stimmt. Oder so. Außerdem ist Jojo eine Funzel, die kann eh alles. Das ist alles möglich. Wahrscheinlich hat magische Transgenetik. Wahrscheinlich hat er dir einfach das Ei geklaut, während du geschlafen hast, und zack, ist bei seiner Frau eingesetzt und das dann befruchtet. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kennt man ja. Die Entnahme von weiblichen Eizellen ist eine ziemlich einfache Sache, die kaum spürbar ist, auch nicht die nächsten Tage für die Frau. Natürlich nicht. Musst du nur mit einem Strohhalm ran und mal kurz saugen. Flup. Ja, mach ich das jeden Tag am Küchentisch. Einfach und simpel. So außerdem, muss das halt. Außerdem ekelt ihn der Gedanke an irgendetwas, was daran geht, so sehr, dass er sich wahrscheinlich auch davor tot ekeln würde, eine Eizelle seiner Schwester zu befruchten. Auch wenn sie nicht verwandt sind. Er würde sich einfach per se davor ekeln. Ich sag mal so. Kommt ein Geschäftspartner, was weiß ich, kommt als irgendeine Schwester. Neue Gang formiert sich und die kommt dann zu eurer Gang und dann sagt, Vlad, hier, das sind meine Kinder. Die sehen der Frau da ganz schön ähnlich. Das ist also die Mutti. Nee, das ist meine Schwester. Ah, die sehen der echt ganz schön. Alles klar. Der kann dann nicht sagen, ich komme aus dem Saarland. Was will er denn da machen? Verstehst du? Er kann dann nicht irgendwie mit seiner Schwester. Das geht ja nun wirklich nicht. Da muss ich jetzt Deli insofern verteidigen, auch wenn er gar nichts gesagt hat, dass... Aber ich weiß, dass er wollte, denn so gut kenne ich ihn mittlerweile. Ähnlichkeiten bei Kindern, wenn man es nicht weiß, einfach nicht zuzuordnen sind. Das war jetzt überspitzt, aber dennoch. Und in der Tat wollte ich das gar nicht sagen, sondern einfach, Alter, das ist seine Schwester. Natürlich sehen die so aus wie sie. Sie ist schließlich eher in weiblich. Goddammit! Ja, siehste? Ja, aber da habe ich ja jetzt recht gehabt. Natürlich, du bist der Spielleiter, du hast immer recht, wenn du möchtest. Das wird dir erst morgen auffallen, weil das so klug war. K-L-U-K, sagst du. Mindestens. Dann werde ich vielleicht anfangen, morgen darüber nachzudenken. Es sind noch 10 Minuten, warte.
Lenny's Garage. Lenny's Garage. Lenny's Garage. Lenny's. Scheiß auf den Run. Sind wir uns immer, ne? Scheiß auf den fucking Run, ne? Irrelevant. Wichtiger. Dieses Feminismus-Thema oder auch diese Feminismus-Themen, die triggert mich ja. Sag mal ja, auf Deutsch offensichtlich. Ich hab mir beim Schneiden, ich wollte gern so viel zu diesem Thema sagen, aber ich kann es nicht machen, weil das wäre total ungerecht, wenn die beiden da jetzt nicht mit mir zusammensäßen und eigentlich sind wir auch kein Quatschding, aber so viele schöne Sachen. Oh, ich könnte die auch so gut provozieren, also die beiden. Oh, schade. Schade. Oder auch Schadin. Was ich aber auf jeden Fall noch dazu sagen muss, das ist ganz wichtig. Wenn man über Sprache und so ein Ding da hier mit Emanzipation nachdenkt, möchte ich mich da nochmal auf Olaf Schubert beziehen, der richtigerweise auch feststellte, alles, was durch einen Artikel entbeistellten, als Femininum ausgezeichnet wird, ist meistens auch schlecht. Ich möchte da ein Beispiel geben. Die Krankheit. Weiterhin die Pest. Die Seuche. Die Katastrophe. Die Kriege. Ja? Weiterhin darf ich mich ja jetzt leider gar nicht. Ich würde es so gerne, aber es geht nicht. Also kommen wir zurück zu dem Run. Bumm. Die Zufallsvariable, die ich noch auswürfelte, um zu bestimmen, wie lange das da dauert, war nicht so gut. Die Leute haben super gut reagiert im Verhältnis. Deswegen hat es auch gar nicht so lange gedauert. Und es gab gewisse Prioritäten, da tatsächlich mal aufzuräumen nach so einem Feuergefechtchen. Und vor allen Dingen, also die Polizei wollte dann auch diesen Molokotransporter natürlich haben. Also nicht um den zu benutzen, sondern Beweismittel und so ein Scheiß, um die Ficker dran zu kriegen. Denn auch wenn die Polizei nicht arbeitet, also ne, ein bisschen korrupt sein könnte und so. Und natürlich auch ein bisschen korrupt sein muss, um überhaupt zu überleben. Also ich meine Streifenpolizisten vor allem. Habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen die America-Mentalität, dass die unbedingt zusammenhalten müssen, um zu überleben, und dass sie dann, ne, Kopfmörder sind sowieso richtig unter Umständen am Arsch. Außer die Worry-Kilton-Kopf, dann, du weißt schon, man kann nicht immer was machen. Da muss halt irgendjemand anders dran glauben dann, da müssen sie ihre Wut als Quote dann auslassen, das geht schon. Auf jeden Fall, durch diese Mentalität werden die jetzt halt ordentlich da der Sache nachgehen, und das könnte ihr Wissen Image-Schaden für Moloko bedeuten. Vielleicht. So. Was noch? Genau. Ich sag häufig mal, dass ich irgendwelche Dinge vergessen werde, und dann habe ich sie bisher tatsächlich selten vergessen, aber diesmal bin ich mir echt sicher, deswegen muss ich das jetzt schon machen. Und zwar, Vlad hat ja angeteasert, du wirst schon hier, Daddy, Kaban, hier, die Daten über die Söldner, die dich damals zerfickt haben, Mimimi, die kriegst du jetzt und so, wenn du damit machst. Jetzt ist natürlich das mit Kabans Familie ganz schön lange her. Also zu einer Zeit, wo Moloko und die fünfte Kolonne wirklich noch nicht viel miteinander zu tun hatten, wenn überhaupt irgendwas. Und wie wahrscheinlich das dann noch ist, dass es Daten über so ein Kackdorf gibt, wo die mal einmarschiert sind und ein paar Leute weggerungst haben. Ne? Eher unwahrscheinlich. Was Kaban bekommen wird, ist eine Fälschung. Das heißt, da wird dann drin stehen, hier der, also das werde ich dann nochmal natürlich in der Folge machen, aber so ungefähr habe ich es vor, dass ich dann sagen werde, hier, der eine ist halt im Knast, der andere ist im Knast verstorben, einer ist an einer Krankheit verreckt im Krieg, andere wurden Opfer des Krieges, den sie angezettelt haben, weil ich es auch für relativ wahrscheinlich halte, dass echt viele von den Söldnern abkratzen, weil die ja nichts können, nicht ausgebildet werden, wenn die überhaupt so ein bisschen Wear kriegen. Und ne, die sind halt die übelsten Lappen, das sind halt einfach so, wie nennt man das, Kanonenfutter. So, und dann lasse ich vielleicht ein, zwei überleben. Die sind dann auf jeden Fall in anderen Städten, alles andere wäre auch total sinnlos. Also gefälscht überleben. Die Kaban meinetwegen dann killen kann, das wird auch nicht ausgespielt. Dann sage ich, hey, gehst du hin und killst die, mir egal. Da wird dann vielleicht irgendwelche Zivilisten halt auswählen, die da gut genug scheinen. Oder wird fünfte Kolonne-Typen, die schon ein Bein verloren haben und sich kein Cyberbein leisten können oder so, dann benennen. Denn wenn Kaban hingeht und sagt, du hast damals meine Familie ausgerottet in dem Dorf, und die sagen,
das stimmt nicht. Dann wird Kaban das denen sicherlich nicht glauben. So. Also, wir haben Folgendes gelernt. Vlad ist der beste Mensch der Welt. Denn er versucht, Kaban einen Abschluss zu gewähren mit dem ganzen fünfte Kolonne-Ding. Er versucht, ihm mehr oder weniger Befriedigung oder Resignation zu bescheren, ob dieses Thema ist, damit Kaban endlich mal auf sein verficktes Leben klarkommt. Denn er hat natürlich andere Pläne mit den Daten, die da drauf sind, und das schließt halt Kaban nur so bedingt ein, aber der will nicht, dass der Scheiße baut, weil so ein bisschen hat Kaban ja was mehr macht, das ist also ein Zeichen von Dankbarkeit, dass er ihn da anlügt. Jojo dagegen ist die übelste Bitch, die ihren Freund, ihren Besten, die weiß natürlich davon, aufs Härteste belügt. Sie wird dann wieder, würde dann wieder sagen, ich will doch nur das Beste für dich, Daddy. Ah nee, die Folge war noch gar nicht. Scheiße, ich will nur das Beste für dich. So wird sie sich rausreden. Aber sie belügt ihn einfach. Und zwar ziemlich hart. Bei dem einen Thema, das ihm wirklich mal wichtig ist. Der entspannteste Mensch der Welt, aber da rastet es halt immer. Und die... ist einfach nicht in Ordnung. Die Wahrscheinlichkeit übrigens, dass es tatsächlich noch richtige Daten über die Sache mit TikTok da in der anderen Stadt gibt, die ist ja relativ hoch. Da muss man nicht mal lügen. Wäre auch blöd, da Daten zu fälschen. TikTok kennt sich im Gegensatz zu Kaban halt auch aus. Nicht wahr? Gut. Dann war's das erstmal bis hierhin. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese mit Cheese More on at Peace Garage. Das Videobild ist von Evil Jimmy mit The Loopsday. Wenn ich noch mehr verschlucken würde davon, wäre es noch besser. Aber so schnell kann nicht mal ich nuscheln. In aller rechter Scheiße in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Milz Bros. Und natürlich Milz Broletten. Oder Milz Broinen. Milz Brösen. Milz Brolanten. Zuhörer retten. Genau, das war's, was ich sagen wollte.